Abtropfmetastase ist Krukenberg-Tumor. Hier steht die Wolke für den Tumor im Magen. Also zusammenfassend distaler 2/3 und benigne Indikation. Nachdem die Anastomose bekannt war, CETA benannt wurde, er gilt als Begründer der modernen Schilddrüsenchirurgie. So, dann geht es um Magenkarzinom. Wir besprechen zuerst die Ätiologie in einer Minute, dann die klinische Anatomie mit 3 Lymphknotenlevels und 4 Hauptarterien, danach die Diagnosestellung und Laurin-Klassifikation. Hier betrachten wir den Unterschied zwischen GIST, also einem gastrointestinalen Stromatumor, und Magenkarzinom und warum man eigentlich keine D3 Lymphadenektomie macht. Was ist die Bedeutung dieser Buchstaben vor TNM und von C-Faktor? Zum Schluss gehen wir auf die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, Resektionsausmaß und Möglichkeiten der Rekonstruktion ein. Fangen wir mit der Ätiologie in einer Minute an. Es gibt exogene Risikofaktoren wie hoher Nitratgehalt und Alkohol- und Nikotinabusus. Zu den endogenen Risikofaktoren gehören Typ B-Gastritis mit Helicobacter pylori, Typ A-Gastritis, also Autoimmun, Epstein-Barr-Virus-assoziierter Gastritis, eine Magenteilresektion in der Vorgeschichte, Riesenfalten-Gastritis, Morbus Menetrier. So sieht's bei der Endoskopie und in der CT aus. Adenomatöser Polyp, Blutgruppe A, hereditäre Faktoren wie eine Genmutation und hereditäre Non-Polyposis Kolorektalkarzinom als Nebendiagnose. Dann setzen wir uns mit der klinisch relevanten Anatomie auseinander. Hier sehen wir die arterielle Versorgung, die 3 Lymphknoten-Levels. D1 Lymphknoten sind ungefähr an der kleinen und großen Kurvatur. D2 sind ungefähr entlang der Gefäße. D3 sind retro-duodenal, retro-peritoneal und am Nierenstiel. Wir sehen jetzt hier in dem Bild die Arterie und ihre Hauptstämme. Der distale Teil der großen Kurvatur ist von der Arterie gastro- und mentalis dextra versorgt, die aus der Arterie gastro-duodenalis, einem Ast aus der Arterie hepatica, stammt. Der proximale Teil der großen Kurvatur ist von der Arterie gastro- und mentalis sinistra, die aus der Arterie splenica, Ast dem Truncus ciliacus, stammt. Der proximale Teil der kleinen Kurvatur ist von der Arterie gastrica sinistra versorgt, die ein direkter Ast aus dem Truncus ciliacus ist. Distal ist die kleine Kurvatur von der Arterie gastrica dextra versorgt, die Arterie hepatica communis entspringt, einem Ast des Truncus. Das kann sehr geliberschwach sein. Schließlich versorgt den Magenfundus die Arterie gastrica brevis, die aus der Arterie splenica und gastro mentalis sinistra kommen. Kommen wir wieder zu den Lymphknoten. Basierend auf holländischen, britischen und deutschen Magenkarzinomstudien wird als Standard D2-Adenektomie angesehen. Infiltration des D3-Levels wird als systematische Metastasierung angesehen und deshalb bringt die Resektion keinen prognostischen Vorteil. Im zweiten Teil der Präsentation befassen wir uns mit der Bedeutung von den Buchstaben vor TNM. Während TNM für Tumor Nodus Metastasen steht, steht C für Clinical aus dem Englischen, also klinischer Kriterien, in der Regel von C1 bis C3. Tja, aber was heißt das? Das erfahren wir gleich. Die B in BTNM steht für pathologisch, UTNM, das ist Staging mittels Endoskopie, ATNM ist nach Autopsie, YTNM ist nach adjuvanter Therapie, RTNM ist, wenn es um einen Rezidiv geht. Nun beantworten wir die obige Frage. C heißt Standarduntersuchung, sei es klinische Untersuchung oder ein einfaches Röntgen. C2 ist eine etwas spezielle Untersuchung, zum Beispiel RCP oder CT. C3 ist nach Biopsien oder chirurgischer Exploration. C4 ist nach pathologischer Diagnostik und C5 ist nach Autopsie. Damit kommen wir zum dritten Teil der Präsentation, und zwar zur Diagnosestellung und Laurin-Klassifikation. An erster Stelle kommt die OGD und Biopsien. Wichtig ist zu erwähnen, dass es im Gegensatz zu Japan keine Screening-OGD in Europa gibt. Die Symptome sind unspezifisch und die Diagnose ist meist ein Zubalbefund. Die Tumormarker sind CA724, CA199, CEA. Die letzteren beiden sind auch die Tumormarker beim Pankreaskarzinom. Unmittelbar danach kommt Endosonographie an zweiter Stelle, so sieht das aus und liefert Info über die tiefe Invasion, also T-Kategorie, und Lymphknotenvergrößerung, also N-Kategorie.
CT hatte hier auch, wie beim ersten Thema, die Vertikelkrankheit eine große diagnostische Bedeutung. Zum Ausschluss Fernmetastasierung. Das ist die Leber, die Milz und wir sehen auch Ascites. Die gelben Pfeile zeigen auch Raumforderung im Magen. Gegebenenfalls muss man eine diagnostische Laparotomie zum Ausschluss einer Peritonealkarzinose vor der Einleitung einer neoadjuvanten Chemotherapie durchführen. Ein typisches Beispiel für Ferren- oder Abtropfmetastase ist Krukenberg-Tumor. Hier steht die Wolke für den Tumor im Magen und die Tropfen stehen für die Metastasen, die den Uterus betreffen. Betrachten wir nun die Laurin-Klassifikation. Hier unterscheiden wir zwischen zwei Tuben, intestinalem und diffusen Tub. Intestinal tritt bis zu 50% auf, wobei diffuser Tub bis zu 40% auftritt. Der erste ist polyposdrüsig differenziert, der zweite ist infiltrativ. Intestinal Tub ist klar begrenzt, wobei der diffuse Tub schlecht begrenzt ist. Das bedeutet umgeschlossen, dass der intestinale Tub eine bessere Prognose hat. Diffuser Tub weist zudem frühe Metastasierung auf. Intestinaler Tub trifft eher ältere Patienten. Dem Ganzen entsprechend muss der Sicherheitsabstand bei diffusem Tub 8 bis 10 cm sein, während das bei intestinalem Tub ca. 5 cm beträgt. Die übrigen 10% machen einen Mischtub aus den beiden aus. Eine andere histologische Klassifikation WHO. Da gilt Adenokarzinom mit 90% als das häufigste Karzinom und das kann papillär, tubulär, mucinös oder Siegelringzellkarzinom sein. Als zweithäufigster Magenkarzinom ist laut dieser Klassifikation das Adenosquamosis, dann Squamosis und danach undifferenziertes. In der zweiten Hälfte der Präsentation legen wir den Unterschied zwischen GIST, also gastrointestinaler Stromatumor, und Magenkarzinom nahe. GIST ist ein maligner Tumor, der aus der Magenwand, also dem Bindegewebe, entspringt. Magenkarzinom ist dito, aber aus der Schleimhaut. Die Zellen beim GIST heißen Gallialzellen, während diese beim Magenkarzinom Epithelzellen sind. Lokales Wachstum, also T-Kategorie. GIST ist kugelförmig, Magenkarzinom ist exzessierend oder exophytisch. Nodale Metastasierung, also N-Kategorie. GIST weist später Metastasierung auf. Wenn von TNM die Rede ist, muss man auf etwas achten. Bei GIST bezieht sich das auf Tumorgröße. Bei Magenkarzinom ist die Versionstiefe der entscheidendste Faktor. Schließlich geht es um die Therapie und das ist eine große Baustelle. Beim GIST-Tumor kommt eine Wedge- oder Keilresektion in Frage. Angenommen, dass der Tumor an der großen Kurvatur lokalisiert oder lokal resektabel war, wird mit einem linearen chirurgischen Klammergerät unter simultaner flexibler Endoskopie die Operation durchgeführt. Dieses nennt sich Rendezvous-Verfahren. Hier ist eine Lymphadenektomie nicht erforderlich. Hier gab es eine medizinische Entdeckung, die für Schlagzeilen gesorgt hat, und zwar die molekulare Therapie mit dem oral verfügbaren Tyrosinkinase-Inhibitor. Vorausgesetzt ist ein fehlerhaftes mutiertes Gen positiver c-Kit oder CD117. Damit man sich das merken kann, habe ich hier geschrieben, um den ganzen Artikel hier zu lesen, kann man die Seite 117 aufschlagen. GIT ist Rezeptor-Tyrosinkinase, die von hämatobiotischen Stammzellen und Mastzellen exprimiert wird. Gleevec ist der Handelsname für Imatinib, der Tyrosinkinase-Inhibitor, und war zunächst zur Behandlung von chronischer myelischer Leukämie zugelassen. Hier ist also in Anlehnung an dem Vorhanden von c-Kit bei GIST das Vorhanden von Philadelphia-Chromosom bei CML-Therapie entscheidend. Dies waren die Chromosome 9 und 22. Nun kommen wir wieder zum Magenkarzinom. Was entscheidet das Resektionsausmaß? Das werden wir uns anhand eines einfachen Algorithmus anschauen. Bei einem Magenkorbkarzinom macht man eine Gastroektomie, D2-Lymphadenektomie sowie Omentektomie. Hier taucht eine Frage auf wegen Pulsektomie. Da Pulsektomie mit einem erhöhten Risiko für postoperative Pankreasfistel einhergeht, hat man darauf verzichtet. Bei einem Magen-Antrakarzinom, meistens einem klar begrenzten intestinalen Tub nach Laurin, kommt eine subtotale Gastrektomie zum Einsatz, also eine 4-5-Magen-Entfernung. Hier soll ein wichtiger Sonderfall betrachtet werden. Welche Folge hat die intraoperative Verletzung der Milz?
Das ist eine heikle Frage. Wenn die Arterie gastrica brevis, die den Fundus versorgen, zum Opfer fallen, ist die Restgastrektomie als Umstieg erforderlich. Betrachten wir anschließend ein Kardiokarzinom. Hier muss die Klassifikation nach Sievert zur klinischen Einteilung von Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs erwähnt. Hier reden wir über AED, Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs, Typ 2. Die Therapie ist transhiatal erweiterte Gastrektomie und D2-Lymphadenektomie. Bei einem Korpuskarzinom soll die Rekonstruktion mittels UY gemacht werden. Hier wird der entscheidende Duodenumstumpf ab oralwärts blind verschlossen. An den Esophagus wird ein Stück Jejunum hochgezogen. Da nach der Magenresektion die Pylorusfunktion fehlt, kommt es als Komplikation zum Dumping-Syndrom. Früher Dumping ist wegen der raschen Entleerung mit nachfolgender Dehnung der Darmwand. Das führt zu einer Erhöhung des Vagotonus mit vasomotorischen Störungen und Kollaps zur Folge. Spätdumping ist wegen der unverzüglichen Resorption von Glucose mit nachfolgender vermehrter Ausschüttung von Insulin und Hypoglykämie. Zweitens, bei Antrumkarzinom werden die Jejunum-Schlinge sowie das Duodenum im Hirnbild anastomosiert. Bei Kardiokarzinom kann ein Pouch gemacht werden, der als Magenersatz dient. Lass uns zusammen diese Frage beantworten. Ist Billeroth 2 eine onkologische Operation? Nein. Denn ist es nur eine 2/3 und keine 4/5 Resektion und es wird hier kein zentrales Absetzen der Gefäße gemacht? Aber halt, was ist eigentlich die Indikation für Billeroth und was ist der Unterschied zwischen 1 und 2? Die Indikation ist generell benigne Erkrankungen bzw. Ulkus. Es ist heutzutage dank der medikamentösen Therapie eine seltene Indikation. Beide bedeuten die steile 2/3 Magenresektion und entscheiden sich in der Anastomose. Billeroth 1 ist Duodenostomie und Billeroth 2 ist Jejunostomie. Also zusammenfassend distaler 2/3 und benigne Indikation. Last but not least werden wir einen kurzen Blick auf unsere neuen Mitglieder des Wall of Fame. Wir blicken hier chronologisch gezeigt die Wissenschaftler des heutigen Themas. Billeroth heißt mit Vorname Theodor Billeroth und ist ein deutscher österreichischer Chirurg aus dem 19. Jahrhundert. Darunter zeige ich das, wovor sie bekannt waren. Hier sehen wir César Roux, einen Schweizer Chirurgen, nachdem die Anastomose bekannt war. Wisst ihr, wessen Assistenzarzt er war? Er war Emil Theodor Kochas Assistent, einem Schweizer Chirurg, nachdem dieser hemiostatische Pinzette benannt wurde. Er gilt als Begründer der modernen Schilddrüsenchirurgie auch. Zum Schluss sehen wir wieder die alten Mitglieder des alten Themas Divertikulitis, dem deutschen Anatom Johann Meckel, mit dem von ihm entdeckten Divertikel, dann den deutschen Mikrobiologen Robert Koch, den wir am Anfang des Videos gesehen haben, nachdem das Tuberkulose-Bakterium benannt ist, den deutschen Arzt Esmar Poas, der als Begründer der Gastroenterologie gilt, dann Henry Hartmann mit der berühmten Diskontinuitätsresektion mit endständigem Kolostoma, abschließend den britischen Chirurg William Miles, nachdem die abdominoperineale Rektumextirpation bei Infiltration des Sphincterapparates benannt ist. In diesem Sinne sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Somit ist das Thema 2 erledigt. Grüße von mir.